Hi, ich mache kurz ein Video zu meinem Kurzurlaub bei meiner Gastfamilie. Und zwar haben wir uns vorgenommen, wir fahren nach Legoland und Disneyland mit den Kindern. Wir sind mit dem Auto gefahren auch. Bis nach Legoland waren es circa 8 Stunden Fahrt, glaube ich. Legoland ist weiter als Disneyland, by the way. Egal, also wir sind dann Sonntagmorgens sind losgefahren, ich glaube, wir sind um 10 Uhr abgehauen, wollten um 8 Uhr eigentlich los, egal. Sind gegen 10 Uhr losgefahren, mussten halt ein paar Stopps machen, weil die Kleine immer pinkeln musste. Dann hatten wir halt auch eine Lunchpause, haben auch was gegessen und so. Und dann musste noch einen Stopp machen, weil der Junge war dabei einzuschlafen im Auto. Dann ist er wach geworden mit Husten und hat sich dann im Auto übergeben. Und ich saß hinten mit den Kindern, also jede Kleine, jede Kleine, ich saß in der Mitte. Ich versuche so Zeber drunter zu halten, alles versucht aufzufangen mit meinen Händen mit dem Zeber. Und das ist bestimmt für einige voll eklig hier. Und er hat auf meinen Rucksack gekotzt. Den habe ich mir Freitag erst gekauft und wir sind sonntags im Urlaub gefahren und er hat drauf gekotzt. Auf volles Rohr, ne? Ich meine, drin ist alles trocken geblieben und so, aber trotzdem, ne? Und meine Gäste haben so, oh mein Gott, hinterher sich dafür ist. Ich so, ja, mein Gott, der hat gekotzt, da konnte jetzt keiner was für, ne? Naja, ihm ging es danach wieder besser. Und wir sind dann irgendwann in Legoland angekommen, gegen 8:30 Uhr. Mein Kleiner muss wieder pinkeln, deswegen musste ich mit ihr aus dem Auto rausrennen, ins Hotel rein, zum Klo durch. Da ist sie pinkeln gegangen. Dann hatten wir im Hotel noch Dinner-Buffet. Voll geil. Ich habe jeden Abend dasselbe gegessen. Stampfkartoffeln mit Turkey-Soße und Turkey drin. Das war voll geil. Hätte ja auch geschmeckt, Papa. Richtig lecker. Also ein bisschen würzig, spicy, scharf. Und dann, wir haben ein Piratenzimmer gehabt, voll cool, also ein Lego-Piratenzimmer, mussten vor so eine kleine Schatzsuche noch machen und so, war richtig gut. Dann hatten wir noch, was gab es denn noch bei uns im Hotel? Das war so ein richtiges Lego-Hotel, also am Legoland dran. Alles aus Lego und richtig schön. Wir haben uns ein Zimmer geteilt zu fünft. Wir hatten dabei so ein bisschen so abgetrennte Ecke, so ein Kinderzimmer mit so einem Doppelbett, also ein Etagenbett. Da sollte ich mit dem Mädchen schlafen, die wollte aber nicht. Also haben die Eltern und die beiden Kinder in diesem großen Doppelbett gepennt, in diesem Ehebett. Und ich hatte das Etagenbett für mich allein. Dann sind wir am nächsten Tag nach Legoland gegangen, haben uns alles angeguckt. Verschiedene Shows gab es da und richtig viel aus Lego gemacht, total süß alles. Dann auch, wenn ihr den Film Lego Movie gesehen habt, den Lego Film, da gab es das Film, den Original Filmset dazu, den habe ich gesehen. Das ist auch nur ein Lego Filmset gewesen, aber war trotzdem voll cool. Da haben die auch den ganzen Lego Film gedreht und war cool gemacht eigentlich. Und hab dann auch noch die eine von diesen Lego Figuren, die waren dann immer draußen, hab ich ein Foto mitgebracht. Also da waren verkleidete Leute. Ja, die hat sogar, als ich meinte, kann ich das machen, hat die so ihre Hände gegeneinander geklatscht. egal, also war einer im Kostüm. Und dann, meine Gastmama schon vorgelaufen mit den Kindern. Dann bin ich noch in Lego Mini City gegangen. Da waren so verschiedene Großstädte von Amerika nachgebaut, also auch San Francisco aus Legos nachgebaut und so, total cool, ja. Dann habe ich mir noch schnell die Star Wars Ecke angeguckt, weil Tommy auf Star Wars steht und auf Lego. Hab ich mir das mit Tommy natürlich auch noch angeguckt und dann, bin ich drauf zum Hotel, Kinder waren aber. Habe ich mir eine Kleine genommen, mit der einen Nap gemacht und die Mutter mit dem Jungen. Dann sind wir wieder zurück ins Legoland, haben die Kinder Wasser gespielt, wir haben so eine Piratenschifffahrt gemacht. Wir wurden voll nass dabei, die Kleine hat so geheult danach. Die hasst es, mit Wasser bespritzt zu werden. Und ja, musste sie durch, war. Und dann hatten wir noch, was können wir noch für Fahrten gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir auch ein paar Kuscheltiere gewonnen und war ein lustiger Tag, abends wieder Dinner gehabt und so. Das leckere Essen. Und dann am nächsten Tag Frühstück wieder gehabt. Ich hatte Kroketten zum Frühstück. Die heißen hier anders. Ich glaube Tata Toads oder so. Tater Toads. Keine Ahnung. Und die essen hier normalerweise nur zum Frühstück. Kroketten. So kleine Kroketten sind das. Ich sag, gibst du uns zum Mittagessen oder zum Abendbrot? Aber ich habe mich so gefreut, mal wieder Kroketten zu essen nach so vielen Monaten. Und dazu hatte ich Nürnberger Würstchen. Das war mein Frühstück. Ja, dann habe ich irgendwie Brot und Rührei gegessen. Ich hatte da erstmal Kroketten und Wurst. Naja, vor gar nicht, jetzt weiß ich, dass es hier Kroketten gibt. Kroketten. Und dann sind wir
Boah, von Sonntag auf Montag. Dienstags, genau, da sind wir dann losgefahren von Legoland morgens, ausgecheckt und sind danach Disneyland gefahren. Voll cool, habe mich voll drauf gefreut. Haben wir sogar im Disney Hotel geschlafen. Von Legoland nach Disneyland waren es ungefähr eine Stunde. Stunde und ein paar Minuten drauf. Legoland Hotel eingecheckt, voll cool. Wir haben wieder so eine Schlüsselkarte bekommen bei der Tür, ne? Und auf jeder Karte stand der Name drauf, also von demjenigen. Also schon auch dann mein Name auf Denise Felder. Auch die Kinder haben eine bekommen, weil sie nicht benutzen können. Fand ich voll cool, da habe ich mich voll drüber gefreut. Meine Gastmama hat mir erstmal Tickets gekauft für Disneyland. Hier die 2-Tages-Parkhopper-Karte. Ey, scheiße teuer. Pro Person, ne? Auch noch. Scheiße, ja. Und jetzt war dann nach Disneyland gegangen. Wir waren erst in, da gibt es ja 2 Disneyland-Parks in LA, in Anaheim. Das eine ist der Disneyland, einer heißt Disney Park, Disneyland. Und der andere heißt California Adventure. Wir sind erst nach Disneyland gegangen, haben dann Prinzessinnen geguckt und haben dann die Lieblingsprinzessin von meiner Kleinen, so das war auch Aurora, Tinkerbell haben wir gefunden, mussten dann auf Aurora hier Dornröschen, Sleeping Beauty warten. Haben wir mit deren Foto mal erstmal ein Selfie gemacht. Dann sind wir zurück zum Hotel, weil unsere Handys leer waren und wir auch Fotos machen wollten, konnten wir so also nicht. Zurück zum Hotel, Handys aufgeladen, wieder rübergegangen, waren dann zur Parade nochmal da, haben dann zwischendurch auch mal was gegessen. Und dann, genau, dann, als wir nochmal rüber sind, haben wir uns am Prinzessinnen-Schloss angestellt und haben dann drin noch Fotos gemacht mit Schneewittchen, Belle von Schön und das Biest und Cinderella. Habe ich auch Selfies mitgemacht. Und da haben wir uns einfach das Feuerwerk angeguckt und so. War echt schön. Dann war noch eine Parade, eine Abendparade mit Licht und mit Lichtaffekten und so. Voll schön. Dann am nächsten Tag sind wir wieder früh los und haben sind diesmal auf die andere Seite in den California Adventure Park gegangen, weil da der ganze Frozen-Stuff war und hier Frozen, die Eiskönigin und auch Cars und so. Und dann sind wir da hingegangen, haben uns natürlich erstmal mit Frozen abgehakt, ne? Weil meine Kleine totale Frozen steht und der Junge ist auch toll findet. Na dann müssen wir sehen. Haben wir erst dann Anna getroffen, habe ich auch erstmal ein Foto mitgemacht. Dann waren wir auch beim, genau, dann hat meine Kleine ihre Haare gemacht bekommen in Elsa und Anna Boutique. Musste man vorher einen Termin machen und dann konnte hingehen, hat sie ihre Haare gemacht. Und boah, haben wieder viel Haargel reingeklatscht und Glitzer und alles, ne? Komme ich gleich zu. Schlimm. Und dann auf jeden Fall sind wir wieder zurück, haben dann Sing mit uns Eiskönigin-Songs gemacht. Also das halt in so einem Theater und die haben halt die Geschichte erzählt. Immer wenn die Songs kamen, haben die Songs gespielt. Man musste die Songs mitsingen. Voll schön gemacht. Kinder hatten super viel Spaß natürlich. Dann haben wir noch mal. Wir waren ziemlich lange an dem Tag da, ich glaube bis 6 Uhr, haben noch eine Ariel-Fahrt gemacht, die war richtig schön. Und dann sind wir gegen 6 wieder rübergegangen. Der Kleine hat dann, der Junge hat dann eine Nap gemacht, das Mädchen wollte nicht. Dann sind wir abends um 8 wieder rübergegangen, haben uns dann abends nochmal die Parade angeguckt, dann auch Feuerwerk geguckt wieder. Dann hatten wir vor Problem wieder rauszukommen. Und dann war es schon voll spät und meine Gastmama meinte, ich will, kann ich ruhig schon in den einen Laden rein, da war wieder, sie ist schon drin gewesen, die hat nichts gefunden. So ein bisschen ein Souvenirladen war das, sieht voll gut aus da von draußen. Dann bin ich da rein, habe ich rumgeguckt. Die sind dann schon zurück zum Hotel. Ich hatte ja mal sogar den Hammer. Und so ein Button, wo drauf steht, erster Besuch. Und meine Gastmama so, ich weiß, es ist nicht dein erster Besuch, aber die gab es umsonst an der Rezeption, als sie gefragt haben, wie viele Kinder ich habe. Habe ich gesagt, 3 sind zum ersten Mal hier. Und ja, das fand ich voll cool. Und ich war dann auch in dem Laden drin. Und ich muss sagen, bevor ich das vergesse, ich war zu Disneyland. Die haben dieses Jahr, ich sehe aus wie ein Freaker. Die hatten dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum, also Diamanten-Jubiläum. Und deswegen haben die halt so voll viel Diamantenzeug gehabt. Also die haben einen voll schönen Top gehabt, na, für $100. So eine Kloppe. Ich habe mein T-Shirt geholt, wo drauf steht: Disney Celebration, 60 Years, Diamond Celebration. Egal, hat mir gereicht. Ich wollte unbedingt so ein Shirt haben. Dann habe ich mir noch was für mein Scrapbook gekauft auch. Und dann habe ich mir noch so ein Handgel gekauft mit Stitch, weil ich bin ja totalen Stitch-Fanat, ne? Und da war ich an der Kasse. Und ich habe überall in diesem Land nach einem verfickten Rucksack gesucht, ne?
Habe ich nirgendwo gefunden, ne? Und ich wollte keine Tasche haben, weil Taschen habe ich. Ich wollte nur wieder nochmal einen Rucksack haben und zweiten, ne? Ja, scheiß drauf, ne? Ist jetzt auch egal. Und an der Kasse hangen dann Rucksäcke, ne? Und da stand halt, kosten 9,95 plus Tax. Ist so, was ist mit denen kaputt, ne? Ich so, ja, hab ich so bezahlt, ich so, was ist mit dem Rucksack da, ne? Der meinte, ja, den kriegst du, wenn du mehr als $25 hier ausgibst, kannst du den kaufen für $10, ne? Ich so, ja, hab ich doch, ne? Die so, ja. Ich so, ja, dann nehme ich den auch noch dazu, wa? Dann habe ich mir den Rucksack noch geholt für $10 von Disneyland mit Mickey Mouse drauf und so. Und habe ich selber bezahlt wie für meinen, auf den der Junge gekotzt hat. Jetzt habe ich wenigstens einen neuen kleinen Rucksack und darauf freue ich mich. Ich werde den gekotzten einmal mal waschen, aber keine Ahnung, ob das funktioniert. Waschen kann man ja mal zum Ausprobieren. Wenn nicht, kann ich immer noch wegschmeißen. Dann bin ich zurück zum Hotel. Die Kinder haben schon gepennt, und kurz mit meiner Gastmama gequatscht und dann habe ich auch ins Bett geworfen. Die hatten so eine große Suite. Die haben halt in diesem in dem Schlafzimmer gepennt und dann hatten wir halt das andere Zimmer, war mit so einer Doppeltür geschlossen. Da war halt eine riesen Couch und eine Sitzecke und alles und hat noch beide Räume jeweils im Badezimmer. Und ich habe dann, sag mal, wo die Couch, die konnte man ausklappen, hatte man halt so ein riesiges Bett. Hat mir voll gereicht, ja. Und dann habe ich da gepennt, dann sind wir dann Donnerstagmorgen früh aufgestanden, haben alles zusammengepackt, früh ausgecheckt und sind danach Richtung nach Hause gefahren. Lief alles so gut beim Autofahren, eigentlich kam gut durch. Also wir hatten Stau und so, aber mit den Kindern hat es echt gut geklappt. Und da habe ich sie auch gegessen. Die Kinder sind, ja, die haben sich echt gut getan für den ersten Roadtrip. So, waren wir echt begeistert. Da wieder zu Hause ankommen, wir waren, glaube ich, um 5 Uhr hier. Voll schön, zu Hause zu sein, irgendwie auch. Und dann habe ich mit den Kindern gespielt, dann hatten wir Abendessen. Jetzt komme ich nochmal zu diesem Haarstyling. Musste ich dem Mädchen die Haare jetzt waschen gerade, ne? Alter, die hat geschrien, ne? Ich glaube, alle anderen, die das gehört haben draußen, haben gerade, ich bringe die gerade um oder so. Das ist so schrecklich, ne? Aber ich musste ja waschen, der ganze Haargel da drin, der ganze Glitzer, das sah aus, ne? Boah, hat die einen Aufstand gemacht, ey. Schrecklich. Was soll ich noch sagen, ne? Das wollte ich noch erzählen. Da haben wir Kinder ins Bett gepackt und dann, jetzt bin ich auch auf. Heute ist Starbucks, gehe ich nicht hin. Kein Bock mehr rauszugehen, also ich will nicht mehr fahren, ich will nicht mehr im Auto sitzen heute. Ich gammel jetzt, mache jetzt dieses Video hier fertig, bevor ich noch, ach, cool, hier duschen, dann gammel ich ein bisschen, Taschen auspacken und dann, ja, bin ich auch wieder angekommen. Und morgen fahre ich dann zum Tommy, freue mich auch wieder, den wieder zu sehen. Weil ich werde auch wieder da pennen, weil jetzt auch schon 3 Wochen nicht mehr oder so. Sorry. Und zum Urlaub, voll schön, mal so mit meiner Gastfamilie zu haben. Mein Gastvater musste sogar im Urlaub voll viel arbeiten. Deswegen meine Gastmama so froh, dass ich dabei war, hat sich ein paar Mal bei mir bedankt. Ich immer so, wofür bedankt die sich denn, ne? Weil ich habe alles bezahlt bekommen im Urlaub. Das war echt krass. Also ich hab sie noch gefragt, Freitag, so, wie viel muss ich denn für die Tickets einplanen und so, weil die Tickets echt teuer waren. Und sie haben gesagt, gar nichts, wir bezahlen alles und so, ne? Ey, das. Und nochmal, also, ich hab echt Glück und das weiß ich echt wirklich zu schätzen, was die gemacht haben. Und ich weiß gar nicht, wie man sich dafür bedanken kann für sowas, ne? Außer immer wieder Danke, Danke, Danke zu sagen. Und sie sagt dann immer so, nein, ich danke dir, dass du dabei warst und so. Und dann wollte ich mir das Legoland-Shirt kaufen. Ich kaufe mir gerne überall, wo ich einmal so war, so ein T-Shirt oder so, ne? Und meine Kasse so, ja, ich kaufe dir das und so. Ich so, nein, das ist schon Geld. Und dann ist so, ich gehe zur Kasse bezahlen. Ich so, nein, gib mir das doch, gib mir das doch. Ich so, nein, ich will das nicht. Die so, gib mir das doch, so bist du sicher. Und dann die so, ja, gib mir das. Und ich so, okay, habe ich jetzt gegeben, sie mir das halt bezahlt, ne? Und Disneyland, die auch essen und so, haben die alles bezahlt. Und dann habe ich mir so schlecht gefühlt, ne? Ich habe irgendwann mal so gedacht, ja, Wasser, Wasser, Wasser. Ich nehme nur Wasser. Aber ich habe dann auch natürlich auch Cola und so bestellt, ne? Auch Burger und Pommes gegessen. Aber ja, überwiegend habe ich trotzdem versucht, auf extra Wünsche zu verzichten. Und als wir halt dieses Buffet hatten, habe ich dann morgens und abends mit dem Magen vollgehauen, damit ich tagsüber nicht so viel Hunger habe. Aber ja. Das Einzige, was ich selber bezahlt habe, muss ich ehrlich sagen, war im Disneyland, als ich mir die Sachen geholt habe, weil die ja schon im Hotel waren. Und ja. Das tat ja dann auch nicht. Also trotzdem habe ich mir kein $100-Shirt. Aber ja, ich kann auch nicht mehr selbst bezahlen, will ich auch gar nicht. Aber nee, nur mal so, um das eben aufzuzeigen. Also da war echt so. Ich hatte echt Glück, ne? Also ich hatte eine Freundin von mir, deren Familie ist jetzt auch in Disneyland.
Die sind auch am Montag und Dienstag los. Dienstag sind die losgefahren nach Disneyland. Denn die waren von uns ein bisschen in der zur Zeit. Aber sie haben sie nicht mitgenommen. Ich weiß auch von vielen, wenn die mitgenommen werden, dass sie der Gastmann sagt, ja, du kannst gerne mitkommen, aber du musst das und das selber zahlen. Mein Gastmann meinte, die sagen, natürlich musst du nichts bezahlen, weil du arbeitest ja trotzdem weiterhin. Wäre auch kacke, wenn ich da bezahlen muss. Mein Ticket und dann muss ich trotzdem den ganzen Tag arbeiten können. Kann auch gar nicht richtig ausgenießen. Weil mit Kindern ist das echt. Ich war in Disneyland letztes Jahr mit Tommy, Aga und Kim. Und das war echt anders. Also konnte machen, was man wollte. Und flexibel. Also mit Kindern muss man alles genau vorausplanen. So lange Wartezeit gehe ich mit Kindern. Und das ist echt was ganz anderes mit Kindern im Freizeitpark. Und ich muss gerade feststellen, während des Videos, ganz ehrlich, ich mag meine kurzen Haare, ne? Ich habe mir heute noch alte Video-Fotos angeguckt und Fotos gelöscht auf dem Handy, wo ich lange Haare hatte. Und ich wurde schon richtig so, oh, meine Haare, ich vermisse es voll. Aber jetzt so, ne? Wirklich voll süß. Und die sehen braun aus, ne? Weil ich hasse hier South California, ne? Hasse ich, ne? Die haben so verkacktes Wasser da unten beim Haare waschen, ne? Meine Haare, ne? Klar, wenn man die färbt und so, dann geht die Farbe ja mal ein bisschen raus für 3-4 Tage, ne? Und dann ist gut. Bei Rot ist immer noch ein bisschen schlimmer. Egal, ich hatte bei mir hier keine Probleme mehr, ne? Wieder unten da mein Haare am Waschen gewesen, ne? Kam alles raus, ne? Alter. Alles da unten in die Handtücher gegangen, Hotel. Sorry, wenn ihr so verkacktes Wasser habt, nicht meine Schuld. Okay, Leute, das war's. Ich packe noch ein paar Fotos mit rein. Ich muss auch sagen, sorry, ich würde gerne euch Fotos und Videos mit den Kindern zeigen. Aber darf ich nicht. Also nicht nur ich, also selbst meine Gastmama lädt keine Fotos von den Kindern hoch. Sie will keine im Internet haben. Verstehe ich, respektiere ich, daher gibt es keine Videos für euch. Die Kinder hatten auf jeden Fall viel Spaß, das Mädchen hat ihre Prinzessinnen gesehen, der Junge hat Mickey Mouse gesehen, Pluto gesehen. Dann haben wir Foto mit Mickey Mouse gemacht, ich und der Junge. Das Mädchen hatte Angst vor Mickey Mouse. Bester Kommentar von Benny, als ich ihm das erzählt habe. Ja, kein Wunder, guck dir mal den Kopf an von Mickey Mouse. Mickey Mouse Nase ist so groß wie der Kopf von meinem Gastkind. Hat aber echt so eine Nase, Mickey Mouse, ne? Muss ich schon lachen, er hat er recht gehabt. Anyways. Ich gehe jetzt mal duschen und so. Gucken, dass meine Haare sich mehr auswaschen. Das ist klar. Warte, ich sehe gerade meinen Rucksack. Wollt ihr den sehen? Irgendwie süß, ne? Ja, gesagt, der ist nicht groß, ist nur so ein kleiner. Also. Passt mein Laptop halt rein und ja. Ja. Ich finde den schön. Alles klar, Leute. Macht's gut, danke fürs Schauen. Tschüss.